Ich habe eine Frage. Grüezi, haben Sie 100'000 für ein Medikament, Fahrig? Nein, ich eben auch nicht. Haben Sie 100'000 auf dem Bankkonto? Ich leider nicht. Ein Witz, oder? Das ist kein Witz. Leider ist es kein Witz. Das Medikament heute über 100'000 kostet für eine Therapie. Grüezi, wissen Sie, dass die Pharmaindustrie Fantasiepreise macht? Das wissen Sie? Es geht auch darum, den Bundesrat dazu zu bringen, Zwangslizenzen in der Pharmaindustrie einzusetzen. Solange Pharma-Lobbyisten im Parlament hocken, wird gar nicht passieren. Ja, aber man muss es probieren. Man kann nicht aufgeben und resignieren. Nein, sicher. Und wegen dem, danke vielmals. Kein Problem, danke. Einen schönen Nachmittag. Danke, Ade. Finden Sie das gut, dass es zwei Klassen... Ehrlich? Das fände ich aber super cool. Sehr gerne. Das habe ich leider nicht. Ja, das habe ich eben auch nicht. Was findest denn du, dass die Pharmaindustrie so Fantasiepreise macht? Also es ist ja so, dass zum Beispiel bei einer Krebsdiagnose kann das sein, dass du Medikamente bekommst, die bis zu 100'000 kosten. Ist es nicht so, dass die Pharmaindustrie so eine Monopolstellung hat? Oder? Richtig, ja genau. Ja. Und der Bund könnte da mit einer Zwangslizenz dagegen an. Ja, danke für das Aufmerksam machen. Ja, ich danke dir für die Unterschrift. Ja, gerne. Schönen Nachmittag. Ja, danke.